Und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Jonas, geil gerade, oder? Bitte? Geil gerade, oder? Oh ja. Und vor allen Dingen, das sieht einfach nur so aus, als wärst du mitten in der Hölle unterwegs. Guck mal nach Ja, unten. das hat sich am Anfang auch so angefühlt. Ja, aber jetzt, wir legen die ja ein nach dem anderen einfach. Oh Gott. Oh, da ist ein Sniper. Oh. Lass mich vorgehen. Komm. Komm her. Woo! Double Headshot. Schrotpatrone. Nein, ich darf keine. Kannst du noch eine doppelläufige für mich mitnehmen? Nee, ne? Nein, ich bin gerade auch überladen. Also theoretisch ja, ich bin schon überladen so, aber ungern. Oh. Das ist ein Aufzug, würde ich sagen, oder? Ja, das könnte sein. Wir haben's Ah geschafft, nee, würde ich ich fast bin sagen. noch nicht überladen, tatsächlich. Okay, Ich würde aber erst nach unten reingehen. Was hältst du davon? unten reingehen? Wo denn reingehen? Habe ich was übersehen? Und ich würde hier noch. Oh, Alter, das ist so mächtig. Dieses. Ah, sag doch was! Ich bin fast runtergefallen! Alter! Hier sieht's so gut aus. Hier ist noch überall. Alter. Ich möchte halt wissen, ob da vielleicht irgendwas an Loot liegt oder so. Vor allen Dingen die Gitter, die sind so fein, die siehst du teilweise gar nicht aus der Hier Entfernung. liegt ein Typ mit einem Schraubenschlüssel. Yeah. Klebeband, Schraubenzieher. Yes, das hat sich gelohnt. Gehst du kurz weg? Klebeband! Oh, Klebeband und Schraubenzieher, ich auch. Hier vorsichtig sein, hier ist eine Lücke. Ja, gesehen. Diesmal habe ich es gesehen. Oh, das sieht interessant aus hier. Ah! Oh! Eine Waffenwerkbank! Eine Waffenwerkbank! Oh, ich feiere es! Oh, ich krieg einen Orgasmus. Ich habe in die Hose gemacht, Jonas. Vor Glück. Das ist eklig. So, erstmal den gesamten Schrott verwerten. Dann Waffen. Doppelläufige Schrotflinte. Nochmal? Kann ich gesamten Schrott verwerten? Okay. So. So. Warte. Ja. So. Waffen. Also ich muss sagen, ich habe gerade Spaß. Ich habe Ja, ich gerade auch. sehr viel Spaß. Ich auch. Vor allen Ich Dingen. freue mich schon darauf, eine fucking Kettensäge zu finden. Stimmt, du hast ja die Mod noch. Lose Schrauben. Ja. Alter, lose Schrauben habe ich gefunden. Wir haben Klebeband. Alter, sollen wir uns Munition erstmal machen und alles? Wie gesagt, ich habe genug. Okay, ich mache hier erstmal an der Werkbank, gucke ich, dass ich meine abgesägte, sag ich schon, meine doppelläufige mal hochmodden kann. Das ist halt auch das Einzige, was ich jetzt aktuell machen würde. Meine Waffe. Schauen, ob ich meine Waffe ein bisschen anpassen kann. Überlegene Feuerrate. Gewicht ist weniger, aber die Feuerrate ist höher. Aha, kann ich mir locker leisten? Also, ich würde sagen, wir gehen gleich kurz einmal in der mittleren Etage rein, bevor wir dann in den Aufzug gehen. Es kann natürlich auch sein, dass der Aufzug genau dahin führt, dann ist das halt Pech. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass der Aufzug in den Untergrund führt und wir so einfach Loot verpassen würden. Deswegen wäre das mein Way, so. Reflexvisier. Punkt noch. Alter. Okay. Was? Verringerte. Was kann ich denn? Oh, kann ich. Ich kann. Oh! Was Ich denn? kann Munition für meinen Granatwerfer machen. Geil. Oh, das wird doch richtig Das heftig. kostet halt nicht wenig. Drei Aluminium, zwei Dünger, drei Federungen, zwei Kleber, sechs Stahl und drei Öl. Also die Dinger sind schon ordentlich, aber. Ich krieg ein Hohlspitzmagazin für meine 10 mm. Ich kann Rüstung durchschießen.
Ich habe keine Federung mehr, aber ich habe jetzt ein bisschen Wassergranaten für meinen Granatwerfer. Alter, oh boy. Oh boy. Ich freue mich gerade unglaublich darüber. Ah, Rückschussdämpfer. Okay. Standardlauf, oder? Willst du noch ein bisschen 10mm Munition? Sehr gerne, sehr gerne. Dann crafte ich dir ein bisschen. Leistungsstarker Verschluss? Ich bräuchte ein anderes Visier wahrscheinlich. Ah, das ist gut. Ah, schade. Ah, jetzt habe ich auch nichts mehr. Ah, so, doch, dann. Ich könnte noch ein bisschen was zerstören. Aber gut. Ja, aber das kannst du auch an der anderen. Genau. So, ich habe gehört, sie wollen fast 310mm Munition. Was? Alter! Okay, ich kann dir 308er geben. Gib mir. Du kannst ja schauen, ob du 40mm Granatwerferpatronen bauen werde kannst. Werde ich auf jeden Fall machen. Wenn das geht, dann... ich werde den, so benutzen. Ach so, das wird so. Keine Ahnung, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Es ist halt auch, keine Ahnung, so das Gebiet war halt ursprünglich eher so. Wir sollten hier vielleicht nicht rein und jetzt. Kannst ist du so, mir noch deine 80 Schrotpatronen geben? Ich habe Schrotpatronen. Ja, 80 Stück. Immer oben. Ja, die kann ich dir geben. Das ist genial. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen ausgerüstet. Ja. Alter, ich habe jetzt eine Schnelllade-Doppellauf-Schrotflinte. Ja, das hört sich doch gut an. Oh ja. Modifizieren, gucken wir doch mal. So, was brauchst du? 40? 40mm Granaten. Ah, Explosionsmunition, ne? Genau. Kann ich herstellen ein bisschen, ja. Oh, eins, zwei, 10 Stück reicht. Mehr geht leider nicht. Außer du hast noch Kleber. Ich habe eventuell noch 19. Granaten oder Kleber? Kleber. Okay, dann, ne? Ich gebe dir den mal eben. Wie viel brauchst du? Ein eigentlich, um eine weitere Ladung herzustellen. Ich glaube, ich kann noch bis zu 3 Ladungen herstellen. Sprich, gib einfach erstmal alles. Nein, ich gebe dir nicht alles, sonst kann ich meine Waffe nicht aufbessern. Nee, den Rest hätte ich dir dann jetzt zurückgegeben. Deswegen. Ja, aber ich will jetzt, während du das machst, meine Waffe halt aufbessern. Ach so. Wo ist das? Ach, ich guck gerade bei dir, the fuck. Kleberreste müsste ganz unten sein. Überschüssiger Kleber. Überschüssiges Antiseptikum habe ich. Ledersäure, Antiseptikum. Guck gerade mal. Steht ja mit dabei, was das ist. Altholz, Keramik, Stahlstoff, Antiseptikum, Baseball. Habe ich nichts mehr dabei? Hä? Ich habe scheinbar keinen Kleber mehr dabei. Schade, aber möchtest du da meinen Kleber haben? Damit du an deiner Waffe modden kannst. Aktuell nicht, also ich habe ja an sich Kleber. Okay. 19 Stück, aber scheinbar nicht dabei, sondern in meiner Truhe. Aber kannst du auf dieser Distanz auf deine Truhe zugreifen? Scheinbar. Frag mich nicht. Ich habe das nicht gemacht. So. Alter! Hast du das gehört? Ja. Oh. Übrigens, hier kommen wir auch direkt runter, sprich, wenn wir, ich sag jetzt mal, wenn wir unten sind, wieder eine Werkbank brauchen, wissen wir ja, wohin wir müssen, zum großen Schaufelrad. Ja, ich habe jetzt auch mein Gewehr nochmal, ist es modifiziert? Wieder heile gemacht. Stimmt, repariert. Da muss ich gerade mal gucken. Genau. Sieht eigentlich mit meinen Sachen aus. Waffen.
Die Danger Ranger, die Bumblebee, die Schrotti. Alter, meine Waffe wiegt einfach jetzt, wenn ich das mache, ja, wiegt meine Waffe 12 Kilo. Alter, okay. Okay, ich habe ein fettes Gewehr und das, also mein Schrotgewehr und das wiegt nur 11 Kilo. Ich habe ein Jagdgewehr, das wiegt 12. Okay. Stimmt, da kannst du ja auch noch so einen coolen Griff hinten dran machen, ne? Also wenn man die Mod dafür hat. Alter, Vater! Was denn? Wenn ich das jetzt mache und meine Feuerrate von 3 auf 5 erhöhe, habe ich ein Gewicht von fast 14 Kilo. Scheiße. Aber mach, komm. Nur die schweren Waffen sind die guten Waffen. Gönn mir, Alter. Ja, also... Ich muss noch irgendwann mein Visier anpassen. Mhm. Wobei ich tatsächlich das Reflexvisier ganz gut finde. So kann ich halt so gut agieren. Mhm. Jetzt gucke ich noch, ob ich den... Kann ich den Granatwerfer? Nee, hab nichts für den. Schade, schade, schade. Das wäre jetzt geil gewesen. Ja, Granatwerfer müsstest du erst einen anderen finden, den du verschrottest. Ne? Ja. Du bist bei mir gerade weggesprungen. Möchtest du meine Waffe einmal sehen? Ja, gern. Ja, zeig mal her. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Genial. Das ist super. Ja, vorher sah es aus wie eine alte Jagdflinte, jetzt sieht es aus wie ein modernes Hochleistungs-Sniper-Gewehr. Ja, hast du Granaten gemacht gehabt? Ja, tatsächlich, stimmt. Warte, ich nehme an. Oh, ja. 10 Stück nochmal. Ja. Munition. Oh, das wird super. Ja, das denke ich mir auch. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt los. Hast du deinen Granatwerfer und deinen Sniper auf deine Favoritenliste gesetzt? Ja, ich lege gerade den Granatwerfer um. Granatwerfer. Dann haben wir die ein bisschen näher beieinander. Mein Gewehr ist auf 5, mein Granatwerfer auf 4. Ja. Dann lass mich trotz allem erstmal vorgehen, weil ich... Oh. Naja, zum einen die bessere Rüstung habe, zum anderen halt... Ich möchte irgendwann mal testen, ob Granaten friendly fire haben. Also wenn ich mit einem Granatwerfer in deiner Nähe schieße, ob du Schaden kriegst. Ach, also den haben wir ja gelegt, stimmt. Erst runter. Erst runter? Ja. Achso, ich dachte, okay, gut. Ich hab nur keinen Bock, dass sie wieder spawnen und wir dann gleich mit out of mano, auf Manu vor allem, mit out of ammo am Sterben sind. Ich glaube, das wird nicht passieren. Hier ist übrigens eine Kiste, die du absichtlich übersehen hast. Welche Kiste? Die da steht. Ich kann die nicht öffnen, weil ich Skill nur auf 1 habe. Achso, ah ja, stimmt. Das war ja das Problem auch mit der Power-Rüstung. Ja. Es ist tatsächlich... Der führt hier hin. Der Aufzug? Ja. Es sind scheinbar 2. Ja. Aber das ist nicht verkehrt. Sicher, dass der andere Aufzug nicht auch noch weiter nach oben führt? Wir können gleich gerne noch in den Aufzug gehen, da. Sind aber ja, ich würde halt trotzdem anscheinend und beim anderen war nur einer in der Mitte, weißt du? Ja. Die kann man auch nicht benutzen. Das scheinen keine Aufzüge zu sein. Oder sind okay. Aufzüge aber außer Betrieb? Hier ist kaputt. Links. Hier ist alles tot. Hier ist eine Kantine. Kann man noch nicht mal aufmachen. Aber hier piept wieder was, ne? Hier ist doch irgendwo wieder so ein Ghoul-Typ. Hier in der Richtung. Hier, nee, da ist wieder ein Aufzug. Es hörte sich an, als wäre das hier am Klo. Nee, es ist hier. Direkt hier. Es hört sich an, als würde das von hier. Komm mal her. Als würde das von da irgendwo kommen. Ja, genau. Okay, ich denke. Wir sind durch. Wir können wieder nach oben. Gehen wir hoch, ja.
wir haben alle. Alter, wir haben in einem Levelgebiet, was überhaupt nicht für uns vorgesehen war. Ich wollte gerade sagen, wir haben vor allem hatten wir. Falsche Richtung, oder? Ist eigentlich egal, glaube ich. Ne, weil hier geht's hoch zur Schaufel, deswegen. Ja, ist egal, wir kommen ja oben auch rum. Nee, ist hier. Ah, richtig. Hier ist eine Werkbank, die wir in Besitz nehmen können. Das war das. Weißt du was? Du? Die gehört jetzt mir. Warte, wenn Gegner in der Nähe sind, hier sind Gegner in der Nähe. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Aufzug fahren. Okay. Wegen dem ja Gegner. Gut, nee, dann lass deine Richtung nehmen. Bei mir geht's nicht viel weiter. Oh, Dennis. Ich freue mich gerade so hart über die Waffen, ey. Ja, ich auch. Vor allen Dingen die anderen Gegner sind ja jetzt gar kein. Okay, dann zweiter Stock, würde ich sagen. Ganz da oben, ne? Und machen wir erstmal den zweiten. Also erst, ne, einen. Okay. Eine Höhe. So, abgeklickt. Dang. Bist bei mir despawned? Ich habe auf die 2 gezielt und dann gedrückt. Kommst du? Ah, und dann lädt es. Ah, gut. In yes. Fallout 4 ist es anders. Da fährst du wirklich mit den Aufzügen. Ne? Hier nicht. Holy shit, Alter. Wow. Und wir sind die Könige hiervon einfach, weißt du? Ah, Skapell, papa. Aber hier ist nichts. Hier. Ja. Gut, dann. Du hast den. Gehen wir mal ganz hoch. Genau. Ding. Ding, ding, ding. Du stehst in mir. Oh, jetzt. Zahnt weit. Versiegeltes Probengefäß. Jetzt ist die Kiste leer für mich. Na, das scheint. Lol, okay. Es scheint, als wäre hier nichts. Ja, aber. Hauptsache, hier sind Tische, Alter. Nuka Cherry, wir haben, hier oben. Wir haben Mais. Oder ich hab Mais. Wir können Mais bei mir dann anbauen. Ja, das wäre super. Sammel, bekomme ich die doppelte Menge an Mais. Win-win. Win-win-win-win. Okay, das war jetzt so ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ja, ich dachte, jetzt kommt noch so ein Ultra, der Maulwurfskönig in seinem Bau oder so. Gehen wir ins Erdgeschoss. Ja. Da, wo wir ja waren, war ja direkt auf der Erde. Ja, gut. Ja, gehen wir einfach hier runter. Gehen wir zur Werkbank, würde ich sagen. Warum? Also ich hab schauen, ob wir die einnehmen können. Ach so, wenn Gegner in der Nähe sind, stand da gerade noch, ne? Ja, die sollen kommen. Kriegen sie aufs Maul. Nee, diese Werkstatt kann nicht beansprucht werden, wenn Gegner einhalten. Ah, da hinten! Hallo! Oh, lol. Wow, der Drack geht! Scheiße! Scheiße! Jonas! Jonas! Ich hab's gemerkt. Ich sterb jetzt! Wie die leicht geflogen ist, Alter! Alter! Ich kann gerade deinen Enthusiasmus nicht so ganz teilen. Tut mir leid. Die gehen gerade alle auf mich. Und Level 30 Grubenhauer geht auf mich gerade. Heil dich. Ah, du bist gerade dabei. Ich kill die anderen gerade. Alter. Oh, oh, oh. Das hat dir nicht gefallen, ne? Alter, ich kill gerade Level 30er. Ich hab einen scheiß Level 30er mit Raketenwerfer besiegt! Ich hab einen Raketenwerfer! Was? Ich hab einen Raketenwerfer! Wir kommen an die eine Leiche von dem nicht ran! Nee. Oh, guck mal, ob der auch was für dich hat! Ich hab gerade einen Raketenwerfer! Ja, der hier! Raketen. Jawohl! Alter! Ja, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen. Ja! Jetzt müssen wir erstmal das Level erreichen, um unsere Waffen nutzen zu können. Ja, aber hier an den hier, Dennis. Hm? An den hier kommen wir nicht ran. Wetten, dass wir da rankommen? Also ich kann nicht durchspringen drauf. Warte, Schritten, nee, das nicht. Spielzeugauto brauche ich. Also, geht ich? So? Hallo, Jonas. Ich bin hier unten.
Ja, aber kommst du dadurch an den dran? Ich hab schon Grubenanzug war da nur. Aber wieso kannst du da nicht runterspringen? Ich könnte runterspringen, ich will nur nicht, weil ich... Hier komme ich wieder auf die andere Seite, wir treffen uns da. Okay, dann mache ich das auch eben. Oh. Ja. Dag, dag, dag. Ah, bin wieder rum. Alter, wie geil. Alter, aber der Level 30er, also das war jetzt so... Okay, das war so ein bisschen überraschend, vor allem wenn er da mit Raketenwerfer erstmal zwei Raketen auf einen abfeuert. Das eine war keine Rakete, das eine war eine Granate von mir, um dich zu schützen. Ach so, okay. Ja, die ist. Ich hab halt nur zwei Explosionen bei mir dann gemerkt, deswegen. Ja. Ich guck gerade hier noch rum wegen Loot. Mhm. Links war definitiv was. Ich komm mal eben. Warte, Jonas, ich... Leg mal eine Truhe, bitte. Sobald du kannst. Mhm. Ich überleg gerade, ob ich mein Haus hier drauf bauen soll. Ich glaube, das geht nicht. Ah. Sicher? Ich meine, es wäre schon nice, auch fürs Farm, aber du müsstest halt damit leben, dass du halt permanent mit denen dealen müsstest. Alter, wie neidisch. Wo hast du die Truhe hingepackt? Ich habe keine Truhe gepackt. Och, warum denn nicht? Weil ich Spaß am Spiel hab und erstmal woanders hingegangen bin. Warte, ich schleiche zu dir, ich muss eh auch ein bisschen Sachen wieder loswerden. Okay, man kann hier nur bauen und nicht eingelagerte Sachen nehmen, scheinbar. Kannst du, hast du denn was, um eine Truhe zu bauen? Ja. Nice. Transfer. Gesamter Schrott erstmal. Waffen. Der Raketen. Der ist für Stufe 20. Wir können den schon echt bald tragen. Wie viel, welche Stufe haben wir denn? 17. Oh, okay, gut. Das letzte Mal, als ich mich erinnere, hatten wir noch Stufe 14. Ne, 15. Daran erinnere ich mich noch. Wir haben schon ein bisschen weiter gelevelt. Proceeded. Wie auch immer du es nennen möchtest. Wir haben es getan. Alter Vater. Okay, warst du hier hinten schon? Hast du das abgegrast? Noch nicht alles, weil ich erst zurück wollte, um Überschüssiges eben loszuwerden. Damit ich halt wieder rennen kann. Hm. Du solltest dich nochmal heilen. Ja. Ah, hier hinten ist noch ein Gebäude. Tür. Schiebetür öffnen. Was ist hier drin? Irgendein Gerät. Kann ich aber nicht benutzen. Aber hier die Truhe hast du gesehen, ne? Nee, eigentlich nicht. Aber die ist leer bei mir. Bei mir war sie nicht leer. Ja, ich weiß noch immer nicht, wie das mit der Loot-Verteilung ist. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist irgendwie wonky. Ich finde es schade, dass man die ganze Kohle hier nicht aufnehmen kann. Wofür brauchst du Kohle? Naja, anstelle von Holstern. Wenn du kochst, wenn du was herstellst. Ja, klar, fürs Kochen könnte man das nehmen, aber zum Herstellen nicht. Hm. Weil die Eigenschaften nicht eins zu eins dieselben sind. Machst du Diamanten draus? Ja, nein. Wie denn auch? Willst du deine Mutter wieder raussetzen? Oh Mann, der war schlecht. Der war zu schlecht. Ich fand den lustig. Aber ich würde. So, ich würde was einlagern, sonst nehme ich die Kiste weg. Nimm die Kiste weg. Aber weißt du, was ich dazu nur sage hier, zu dem Ganzen hier? Also, GG easy, würde ich sagen, ne? Ja. Also, ich weiß auch gar nicht, ne? Wir hatten viel zu viel Angst, wir hätten direkt so lauf mal, genau, lauf mal eben auf die Kante. Ich möchte eben testen wegen dem Granatwerfer. Weil ich kann dich ja aufheben. So ist es ja nicht. Ne, du kriegst keinen Schaden. Ne. Wie geil. Siehste, wie geil ist das? Jonas, deine Granaten können mir nichts anhaben. Hier ist wieder nachgeladen.
nachgefüllt. Oder waren wir auf der anderen Seite? Nee, die haben wir doch nicht aufbekommen. Granaten! Kryogranate habe ich bekommen. Ah, okay, wir haben uns das Inventar hier geteilt. Okay. Das ist weird. Unten ist wieder einer rumgelaufen. Oh, ich höre auch Kampfmusik. Oh, 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 wo, 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 wo? Keine Ahnung. Der hat auf mich geschossen. Ah, hier unten. Supermutant. Ja, das war mal Supermutant. Oh, oh, Supermutanten Hund hier. Tot. Ah, das war wahrscheinlich Verteidige Mount Blair. Schon sagen, Alter. Oh, du Lauf. Oh, das ist so. So geil, Alter. Ich bin von irgendwo angeschossen. Schießpulver. So, hier von oben, von oben. Unten ist noch einer. Okay. Wow, Granate. Ah, da hinten, ich sehe den Pfeil. Da ist die Raute, da ist der letzte anscheinend. Easy. Alter, überall Blut und hier Schweiß. Vorne müsste der andere noch irgendwo liegen. Oder? Besiege Supermutanten, Welle 1 von 2 übrigens. Ja, machen wir easy, Alter. Alter, die Waffen sind einfach nur. Jetzt einfach Welle 2 von 2. Juicy. Sollen wir erstmal wieder hoch? Ah, ja, da hinten kommen sie. Ich sehe sie. Von der anderen Seite kommen sie. Ja, wir lassen die einfach hochlaufen. Was hältst du davon? Ja, aber. Ich will denen schon den Prängel zeigen, weißt du? Wo ist der denn hingelaufen? Hallo? Die verstecken sich jetzt. Ne, jetzt sind sie oben bei mir. Hä? Fuck. Ah, hallo! Hundi! Oder Hundi! Wie viel Schaden hat die Granate bei dem gemacht? Ich weiß es doch nicht. Oh, 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 hier wird hart geballert. Ja, der ist halt mit einem Treffer so gut wie down, Alter. Oder war das deine Shotgun, die den... Ich hab von oben mit der Shotgun, habe ich den noch berieselt. Okay. Hattest du gesehen, wie viel... ungefähr der genommen hatte durch die Granate? Ich glaube, der hat 2/3 genommen. Tatsächlich. Aber du hattest gesagt, du hast auch drauf geschossen. Ja, von oben. Ich habe sozusagen noch von oben dazugegeben. Ich weiß halt nicht, wie der Schaden aufgeteilt wurde. Kann auch sein, dass es 1/3 war und ich noch 2/3. Okay, dann schieß mal eben nicht, bitte. Nein, das war meine Granate. Alter Vater! Sind jetzt alle tot, oder? Einer ist da noch, ah. Warte, den übernehme ich, bitte. Ja. Oh, ein Level 16er. Oh, oh, übernimmst du ihn doch, bitte. Ich habe vergessen, mein Leben aufzufüllen. Oh, das war zu weit. Das war nicht zu weit. Kann man dich noch? Ja. Ja, 20, 19, ja, 18. Alle Zeit der Welt. Ja, jetzt spring ohne. Ich hätte auf mein das Leben ist einfach sollen. Nur. Oh, das ist so befriedigend, die Leute halt einfach mit einem Granatwerfer umzumähen. Vor allen Dingen, das ist, ich sag jetzt mal nicht High-End-Level, es gibt ja noch viel extremere Gegner. Aber für uns waren das schon die Härte. Also das eigentlich sollte, ja, eigentlich. Mit Level 15. Ja. Also das war schon echt ordentlich. Und ich bin schon vor allen Dingen stolz, mit dass wir das geschafft haben. Ich bin ja stolz auf uns auf jeden Fall, aber ich muss auch sagen, mein Highlight war mit dem 30er, der mir dann hinterhergerannt ist, weißt du, und dann die ganze Zeit mein Schrot gefressen hat. Das war so mein persönliches Highlight. Ja, glaube ich dir, ey. Muss man eben trinken und essen. Vor allen Dingen, die haben ja dann so geile Animationen, wenn du die ins Gesicht triffst und die sich versuchen, da den Schrot aus dem Gesicht zu kratzen. Ah, ja. Genial.
Oh, das war jetzt echt geil. Ja, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich ganz gut, aber ich sollte gut versorgen, aber ich sollte noch was trinken. Ja, dann gönn dir. Komm, aufbereitetes Wasser. Ach ja, ich kann wieder nicht rennen, dankeschön. Ja, wow, die 2 Kilo, was? Kannst du was ablegen, was nicht so wichtig wäre? Guck gerade. Ich habe jetzt von denen auch nur Munition und Blei aufgesammelt, tatsächlich. Alter, ich habe ein schweres Lederrüstungsteil, das wiegt 5,4 Kilo, gibt 17 Schadensresistenz und 50 Energieresistenz. Wow. 50 fucking Energieresistenz. Nice. Also solange du gegen Roboter und Benutzer von Laserpistolen bist. Ich hab einfach 6 automatische Impro-Gewehre. Das ist nett. Level 20er? Nee, tatsächlich Level 10. Das ist gut. Das ist geil. Wobei, du hast ja schon automatisches Impro-Gewehr. Ich habe eins dir gebastelt. Nein. Schatzi. Das ist eine Impro-Pistole. Eine automatische. Ja, weißt du, was der Unterschied zwischen Pistole und Gewehr in Fallout ist? Hinten ist noch ein Schaft dran. Durchschlagskraft. Durchschlagskraft. Der Schaft eigentlich auch. Also, dass hinten noch ein Schaft dran ist. Ah, sollen wir wieder in die grüne, zivilisierte Welt zurück, Jonas? Ich würde trotzdem noch was abwerfen, bevor wir irgendwas tun. Okay. Na gut, dann würde ich aber schon mal das Ende dieser Folge einläuten. Jo, mach das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns zum Abstieg aus der Hölle begeben. Wie komisch das auch klingen mag. Bis dann. Tschüss.